Komm zurück zu Paper Mario. Wow, hat mich das erschreckt. Hier soll doch irgendwo noch eine weniger gut erkennbare Falltür sein. Also nicht Falltür, ihr wisst, was ich meine. Aber wo nur? Das sieht gut aus. Ne? Das. Aber wie komme ich da dran? Autschen. Okay, so schon mal nicht. Was mache ich denn mit der Falltür? Wie mache ich denn das? Moment. Lass mir mal rohe Gewalt walten. Hilft nicht. Okay, Hammer geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Gut, wir wissen, dass da eine ist. Okay. So viel wäre schon mal sicher. Ich habe nur keine Ahnung, was ich da jetzt. Ah, Moment, kann mir vielleicht Gumbario da weiterhelfen? Was für eine großartige Villa, obwohl der ganze Spuk muss den Verkaufspreis in den Keller treiben. Ich mag diesen altmodischen und doch unheimlichen Stil. Der Kronleuchter und die Vitrine sehen aus, als seien sie wertvolle Antiquitäten. Sogar das Sofa im Foyer sieht sehr teuer aus, obwohl es etwas abgenutzt zu sein scheint. Ich liebe Antiquitäten. Es würde mir nichts ausmachen, all diese Dinge genauer unter die Lupe zu nehmen. Vitrine, sagtest du? Ach so, ja. Aber die haben wir ja schon unter die Lupe genommen. Über den Teppich hat er jetzt kein Wort gesagt. Dann ignorieren wir das mit dem Teppich einfach mal. Und gehen weiter. Gumbario? Ah, da kommt er. Er ist etwas langsam, der Kleine. So, Bruce Porträt. Mal schauen, was passiert. Puh, ah, schon viel besser. Es ist schön, nach so langer Zeit wieder in meinem Rahmen zu sein. Also gut, ich helfe euch, ins zweite Stockwerk zu gelangen. Springt einfach in das Bild, ich kümmere mich um den Rest. Auf geht's. Cool. Bestellt Bu, schöne Grüße von mir. La 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 la, was haben wir hier noch? Oh. Oh, das klingt verdächtig nach, finde die richtige Tür. Wahaha. Endlich bist du da. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinem Namen gerecht wirst. Wie waren die Tests? Hart? Oh Gott, da ist sie. Mein Name ist Bu. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Was? Ich bin Buhutler, der Butler. Ich bin Lady Bu's bescheidener Diener. Der Grund, warum ich euch hergebeten habe, ist der: Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Buhutler instruierte ihn. Instruiere ihn. Hilfe. Natürlich, meine Lady. Mario, du kennst du einen Ort, den man Windiges Schlucht nennt? In. Da kommen wieder unflätige Lacher von hinten. Hey, windige Schlucht, ja, was ist daran bitte verkehrt? Ach, egal. Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel. Und darauf thront das Schloss von Tubba Blubba. Er ist ein Monster und er frisst Geister. Buhus und seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er. Sorry. Hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen, um unsere Freunde zu retten. Doch Tubba Blubba ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können ihn nicht mal ankratzen. Er scheint unbezwingbar zu sein. Deswegen nennt man ihn auch den unbezwingbaren Tubba Blubba. Doch es besteht noch Hoffnung.
Wenn die Gerüchte wahr sind, dann hat Hupplupuppa ein Geheimnis, das er streng bewacht. Und das Geheimnis ist vermutlich etwas, das auf seinen Schwachpunkt schließen lässt. Nun denn, Mario. Ich will, dass du sein Geheimnis herausfindest und ihn besiegst. Das wirst du doch tun, oder? Natürlich werden wir dich für deine Dienste belohnen. Schaffst du es, Hupplupuppa zu besiegen, so sollst du das hier haben. Na, was gibt's denn? Ein Stern. Ist klar. Mario, es tut mir leid, dass wir uns in solch einer Situation treffen müssen. Mein Name ist Professor. Ich konnte aus Hupplupuppas Schloss entfliehen. Jedoch war ich sehr geschwächt, als ich es endlich geschafft habe. Deshalb konnte ich nicht sofort in den Himmel entschweben. Ich wollte mich auf den Weg zum Sternschnuppengipfel machen, um von dort aus in den Sternhafen zurückzukehren. Doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Als ich nach einem Ausweg gesucht habe, wurde ich von den Buhus gefangen. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft. Um diesen Stern zu retten, hättest du ohnehin gegen Hupplupuppa kämpfen müssen. Auf diese Art hilfst du auch gleichzeitig uns Buhus. Wo sie recht hat, hat sie recht. Und außerdem werde ich mit dir gehen. Ich werde dir helfen, wie niemand sonst es vermag. Sehr gut. Meine Lady, was habt ihr eben gesagt? Ja, in Hupplupuppas Schloss, da steht nichts zur Debatte. Ich kann es nicht billigen, dass ihr euch selbst solcher Gefahr aussetzt. Sei still, Buhutler. Ich habe schon zu viel Leid gesehen, das Hupplupuppa verursacht hat. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie er dafür bestraft wird. Außerdem wird mich Mario brauchen. Ohne meine Kräfte kann er das Schloss unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady. Ich, Buhutler, werde euch begleiten. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass man euch kein Leid zufügt. Die Ahnen verlangen es so. Ich werde immer an eurer Seite sein. Hör auf mit dem Unsinn. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann selber auf mich aufpassen. Du wartest hier auf meine Rückkehr. Lady. So. Cool, wir haben ein neues Teammitglied. Ich werde dich begleiten, bis wir Hupplupuppa besiegt haben. Alles klar. Boo gehört zum Team, ob es dir passt oder nicht. Drücke, um das Team unsichtbar zu machen. So wird euch niemand bemerken. Bist du transparent, gehen Gegenstände durch dich hindurch. Bewegst du dich oder drückst du... wirst du sofort wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit Ohrfeige den Gegnern Respekt einprügeln. Oder mit unsichtbar eine Runde lang das Team vor jeglichen Angriffen schützen. Also gut, Hupplupuppa ist dem Untergang geweiht. Wahaha. Alles klar, Lady. Oh, okay, deswegen hat das zwei Türen oben. Der ganze Raum hat zwei Türen. Dann wollen wir mal in die windige Schlucht gehen. Ne? Ach, ich hab 'ne Idee. Aber die wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich versuch's trotzdem. Was willst du denn? Unsere Lady begleitet Mario, um Hupplupuppa zu besiegen. Welch Mut, welch Entschlossenheit. Du wirst Hilfe brauchen, um Hupplupuppa zu besiegen. Bitte besuche den Laden im Keller der Villa. Ah. Okay, das hilft nicht. Wieso kann ich die Stampfattacke nicht mehr machen? Ah, jetzt geht's. Ja, hast du es gesehen? Guck doch mal, hier dein Boden ist kaputt, Mädchen. Klappt nicht. Keller der Villa. Wollen wir mal schauen? Rupp. Da lang, ne? Hier lang? Nee. Hä? Doch. Ja klar, hier. Hier geht's lang. Hi. Willkommen in Buhus Laden. Womit darf ich dich erschrecken? Kaufen? Wenn du dich für etwas interessierst, stelle dich davor und drücke A. Was ist das denn? Mysterium. Was es bewirkt, keine Ahnung. Finde es heraus. Ich kaufe es einfach mal für eine Münze.
Ich glaube, es wird mich zwar umbringen. Stoppuhr paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Einzige Überraschung für alle Gegner. Angriffskraft 3. Köstlicher Sirup stellt 10 Blütenpunkte wieder her. Stellt 10 KP her, wenn Mario besiegt wird. Den kaufen wir auf jeden Fall. Stellt 10 KP wieder her. Den nehmen wir noch mit. Und den nehmen wir auch noch mit. Hatten wir keinen Platz mehr, oder was? Okay, dann halt nicht. Obwohl, wir verkaufen mal was, was wir nicht so dringend brauchen. Verkaufen. Oh, Entschuldigung. Honigsirup, 5 Blütenpunkte. Staubhammer. Trockenpilz. Der kann weg. Was haben wir noch? Den Rest behalten wir einfach mal. So. Ich weiß nicht, wie man in die dritte Falltür kommt. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Das ist halt die Frage. Was macht man, um da reinzukommen? Das ist eine wirklich berechtigte Frage. Naja, gut. Verlassen wir mal die Villa. Okay. Gut, speichern reicht fürs Erste. Alles klärchen. So. Und jetzt, denke ich mal, müssen wir hier lang. Los, öffnet es. Ah, verstehe. Nette Grafiken. So, Mario, jetzt geht's los. Hast du Angst? Nope. Ich bin sehr gespannt. Wow, jetzt kriege ich Angst. Oh, ist nur der eine. Das überlebe ich schon. Mitglied wechseln. Erstmal zu Gumbario. Und scannen. Das ist ein Hyper-Gumba. Dies sind verrückte, unzivilisierte Gumbas, die nur in der windigen Schlucht vorkommen. KP 7, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Ach du Scheiße. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie die 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Es empfiehlt sich, Bu oder ein Item einzusetzen, um unsichtbar zu werden. Dann geht ihre Attacke sicher vorbei. Cool. Toll. Der hat 5 KP. Sprung. Powerhüpfer. Bitte. Einmal. What the? Okay. Das muss ich noch üben jetzt mit der Stampfattacke. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich hole Bu raus. So, den besiegen wir noch. Oh Gott, es sind zwei. Jetzt wollte ich einen Powerhüpfer nochmal ausprobieren. Ah, shit. Ohrfeige. Okay, shit. Ich habe nicht verstanden, wie das geht gerade. Oh, scheiße.
So, und du machst uns jetzt schnell unsichtbar. So, und schon sind wir unsichtbar. Dann können sie uns gar nichts mehr. Haha. Auf den da. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er fängt an zu leuchten. Ah nee, ich kann ja hier. Bin doch doof. Mann, so schnell kann ich gar nicht drücken. Bah! Okay, naja, nicht so arg schlimm. Das klappt schon alles mit der Zeit. So, was haben wir hier? Abgeschossen, du kannst sie nicht öffnen. Oh, da ist noch einer. Okay, aber die Zeit ist rum. Deswegen würde ich mal sagen, den besiegen wir in der nächsten Folge. Und dann schauen wir uns die windige Schlucht mal genauer an. Bis dann!